Zum Neujahrsempfang der Ostsee-Zeitung kamen am 20. Januar etwa 400 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur in das Rostocker Radisson Blu Hotel. Darunter auch Ministerpräsident Erwin Sellering und andere Vertreter der Landesregierung. Die OZ, die in diesem Jahr ihren 65. Geburtstag feiert, sei Teil unserer Identität, betonte der Ministerpräsident in seinem Grußwort. Das Thema heute ist ja Heimat. Und da finde ich schon, dass wir die Zeitung brauchen. In einer Zeit, wo man darüber diskutiert, wie sollen denn eigentlich Meldungen sein? Sollen sie nur Gefühle ansprechen? Sollen sie auch wahr sein? Und ich glaube, da braucht man verantwortungsbewusste Journalistinnen und Journalisten. Deshalb ist gut, dass die OZ sich hier selbstbewusst stellt und sagt, wir gehören zu dieser Heimat dazu. Also eins steht klar, die OZ ist mit Sicherheit eine der absolut wichtigsten Medien, die wir hier im Land haben, um sich zu informieren. Sie sind immer schön aktuell und natürlich auch regionell gut aufgestellt. Was aber auch auffällt, ist, der Jahresempfang von der OZ ist allererster Klasse. Hier treffen Sie jeden, hier können Sie mit jedem kurz mal ein Gespräch führen. Er kommt ja auch immer am Anfang des Jahres und das ist ganz gut, dann kann man sozusagen einen kleinen Vorausschau wagen. In einer schnelllebigen Zeit wolle die Ostsee-Zeitung Nähe und Sicherheit schaffen, mit einem Journalismus, der auf Wahrhaftigkeit und Respekt setzt, sagte Geschäftsführerin Stefanie Hauer in ihrer Rede. Seit etwa einem Jahr gehört die OZ zum Medienverbund Matzak mit Sitz in Hannover. Dazu zählen 15 regionale Tageszeitungen. Wir schauen, dass wir die Dinge, die so im Hintergrund passieren, bestimmte Prozesse, dass wir das zusammenlegen. Und vor allen Dingen an einer Stelle arbeiten wir eng zusammen und das ist die digitale Herausforderung. Man muss heute so viel Spezialwissen haben. Chefredakteur Andreas Ebel kündigte ein neues Online-Portal zum Thema Reisen an. Außerdem lege man weiterhin Wert auf gut erzählte Geschichten und die Vermittlung von Hintergrundwissen. Wir werden uns Schwerpunkte suchen, was den Leuten unter den Fingernägeln brennt. Das sind stärker unsere Themen, über die berichten wir größer, umfangreicher. Das heißt, wir werden auch magaziniger, um auch mehr Hintergründe, Reaktionen, Analyse und so weiter zu bringen. Etwa 300 Mitarbeiter sind im Verlag tätig. Dazu kommen freie Mitarbeiter und Zusteller. Die OZ ist die auflagenstärkste Tageszeitung in Mecklenburg-Vorpommern.